Das Bild. Voodoo-Zauber. Hi Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva Gang. Heute ist mal dabei. Hello. Heute machen wir mal ein Reaction. Und zwar all meine Klassenkameraden sind schwanger. Gleichzeitig. Wahnsinn. Wieder mal eins der bizarrsten Videos, das wir auftreiben konnten. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Und ich bin schwer gespannt. Ja. Das ist das kleine Kind. Sis, come here. Ihre Schwester, okay. Okay. Die hat eine interessante Frisur. Oh, warum brennt's da hinten? Oh, sind ihre Eltern gestorben bei einem Flugzeugabsturz? Passengers on flight list, warte. Oh nein! Mom, Dad, oh nein! Was hat das jetzt damit zu tun, dass sie schwanger sind? Egal, ja, das lernen wir vielleicht noch. Okay. Oh. Oh, guck mal, die nimmt... Oh Gottchen, dann will ich gleich weinen. Hör mal, ihre große Schwester. Die ist auch traurig. Die nimmt die ihr jetzt das Bild weg. Was wird aus uns werden? Ich werde mich um dich kümmern, mein Schatz, sagt sie und hängt das Bild wieder auf. Und dann? Okay. Umarmt sie und dann viele Jahre später. Okay. Oh, das ist die Schwester. Ulala. Ja, warte, ist das der Bruder? Nein, das waren doch nur die beiden. Das wäre ja so. Das wäre nicht so gut. Oh, guck mal, die verloben sich. Oh. Knutschi, knutschi. Oh Gott, bin ich kindisch. Ah ja, abonnieren nicht vergessen, ihr Lieben. Mach mal auf Pause, mein Schatz. Okay, schafft es in 3 Sekunden, meinen Kanal zu finden und das Video zu liken. 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt abonnieren in die Kommentare. Ich hätte ja jetzt gesagt, knutschi, knutschi. Abonnieren oder knutschi, knutschi. Ich will aber abonnieren in die Kommentare schreiben. Okay. Gucken wir mal. Also sie guckt ganz erstaunt. Okay, sie schreibt mit dem Hello Kitty Pen. Und die haben große Liebesaugen und immer noch knutschi knutschi. Und was sagt sie dazu? Schau mal, ich habe einen Süßigkeitenring. Ja, so sieht das ein bisschen aus, oder? Kennt ihr diese riesen Süßigkeitenringe? Die habe ich im Kindergarten geliebt. Einmal, was in meinem Kindergarten passiert ist, jeder hat dann immer gefragt, willst du mich heiraten? Schon im Kindergarten? Ja, okay. Ja, deswegen gab es dich zu mir. Auf jeden Fall cool. Da haben die so einen Süßigkeitenring. Und jetzt, weiter knutschi knutschi. Sie heiraten! Oh, und die halten die Ringe. Wie romantisch. Oh, wie süß. Haben wir das auch gemacht? Hey, hielt die einfach nur die Ringe, anstatt die wirklich. Nee, wir haben die tatsächlich angezogen. Das ist ja komisch. Ja, und er hat. Okay, der hat einen Drachen als Fisch. Nein, das ist so ein Ballon. Ach so, okay. Die mussten so ein Baby-Ding einnehmen. Ach, guck mal, jetzt sehen die beiden, dass die schwanger sind. Und die haben noch ein Kind. Und warum haben alle die Augen zu? Die freuen sich. Lass uns ein Baby machen. Und er so, ja! Ja! Oh, jetzt haben die ein Knutschi, bisschen knutschi. Elternzeit. Ja. Oh, guck mal, und damit wir wissen, was sie getan haben, haben sie nur noch Handtücher an. Sehr schön. Okay. Das Mädel hat davon hoffentlich nichts mitgekriegt. So. Hättest dich ja mal anziehen können, große Schwester, ja, gell? Ja, Kind, ist nicht sehr schwer. Trinkt was und die geht in die Schule. Tschüss. Tschüss. Aber ich musste mal kurz pausieren. Ja. Das Haus ist so schön gemacht. Okay. Stimmt. Okay. Das ist ja so ein schönes Haus. Okay, die geht auf Toilette mit dem Stab. So benutzt man das, denke ich nicht. Das soll ein Schwangerschaftstest sein, glaube ich. Ah, ich dachte schon, warum schwebt die so? Oh, sie ist nicht schwanger. Oh. Aber guck mal, was hat der denn an der Augenbraue? So ein Eyebrow-Slit. Nice. Ja. Oh, warte, guck mal. Guck mal, da hat er ein Eyebrow-Slit. Warte mal. Ja. Warte mal. Jetzt hat er ihn nicht mehr. Oh, komisch. Ist das danach reingeeditet vielleicht? Aber guck mal, ich glaube, die wird in der Schule geärgert. Oh nein, die sieht aber sehr fröhlich aus. Oh, oh jetzt nicht mehr. Ich wäre auch nicht fröhlich. Und guck mal, der Lehrer ist auch total sauer. Sind die Weibsen gemein? Wie fies. Oh, und die sind jetzt im Krankenhaus? Die sind schwanger und die sind nicht schwanger. Das ist sehr traurig. Okay. Warte, jetzt werden sie untersucht, glaube ich. Okay, was... Kein Babys. Oh. Heißt das, sie können nie Babys bekommen? Warte mal, geh mal zurück. Was hat der gesagt? Keine Babys. Und dann sagt der Arzt noch irgendwas. Warte, ich muss hier pausieren. But there is hope.
Miracles happen, ja, also. Also es gibt doch Hoffnung, manchmal passieren auch Wunder. Okay, und Gott, ist sie traurig. Guck mal, die ist nur noch am Weinen und er tröstet sie. Das Mädchen kommt aus der Schule zurück, sieht ihre Schwester weinen, ihren Schwager traurig und... Was macht sie? Setzt sich erstmal hin, die weint immer noch. Immer noch sind keine Klassenkameraden schwanger. Drei Minuten stimmt. Und noch gar keine schwangere Klassenkameraden. Dafür Werbung. FD Bayern. Oh, okay. Und was macht sie jetzt? Sie guckt, ne? Video? Liebe, Glück und Zufriedenheit oder so kann man das übersetzen. Und dann die Telefonnummer. Okay. Und dann, dass sie helfen kann. Und sie denkt sich so... Okay. Die Idee... Sie denkt sich so, ja, das ist total nicht fake. Packt alles. Ihre Kamera. Warum nimmt sie jetzt die Kamera? Ein Bild, okay. Das Bild. Und jetzt? Ist sie im Fernsehen verschwunden? Nee, wahrscheinlich nicht im Fernsehen. Nein. Aus der Tür raus. Ja, keine Ahnung. Sie klopft. Die Tür von der Hexe! Oh mein Gott! Aber ich weiß immer nicht, was das mit ihren Klassenkameraden zu tun hat. Ich weiß auch nicht. Der Frosch im Glas ist ja toll. Der Arme. Die Hexe sieht schon ein bisschen fies aus, ne? Schon ein bisschen komisch. Und das Mädchen so traurig, jetzt doch glücklich mit dem Geld, jetzt hat sie bezahlt. Oh, ich denke, die machen ein Kind. Die machen ein Kind? Oder irgend sowas, weil ich meine, vielleicht sollte es so ein Gehirn sein, Knochen. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Hexentrank. Und ein Knochen, genau. Und was passiert jetzt? Jetzt macht sie da irgendwo eine Flüssigkeit rein. So eine magische Potion. Und was kommt jetzt noch? Ja. Das Bild. Oh. Voodoo-Zauber. Guck, ich hab dir doch gesagt, die machen ein Kind. Schnuller und eine Windel. Ja. Oh Gott, ich bin hier. Damit wird ja jedes nervös. Kind geboren. Und jetzt, guck mal, füllt die das ab in diese Flasche. Okay, sagst du hier. Kindgetränk. Soll sie das jetzt trinken? Nee, nein, das müssen die dann trinken. Ach so, sie freut sich auf jeden Fall. Okay. Tschüss. Bye. Das hat aber viel Geld gekostet. Ja. Ach, und jetzt geht sie erstmal in die Schule. Oh nein, guck, die ärgern sie, wie dick sie sei. Oh. Die ist doch gar nicht dick. Die ist gleich. Und selbst wenn, ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Jeder ist toll, so wie er ist. No body shame. Pause. Okay. Oh, die gehen schwimmen, glaube ich. Ja. Hey, warum bist du nur noch angezogen? Oh, ich habe meine Periode. Ich kann nicht schwimmen gehen. Bist du? Warum lachen die? Haha, Lügner, als ob. Weil die gemein sind, jeder sind Bullies. Aber, ich bin verwirrt. Sind voll fiese Bullies. Gemein. Und die muss jetzt zugucken, natürlich, wenn sie nicht mitschwimmt. Das ist ja immer ein Schulsport, kennt ihr, ne? Wenn ihr nicht mitmacht, sitzt er auf der Bank. Oh nein. Oh je, und sie sagt, nee, der wird doch nass. Und was macht sie jetzt? Schmeißt! Warte, war da nicht das Babygetränk? Da ist das Babygetränk drin. Und er gibt es raus. Und sie so, warum ist sie rot geworden? Seltsam. Okay. Naja dann. Oh je, oh je, oh je. Okay, der Bademeister. Und jetzt hüpfen die alle ins Wasser. Die ganze Klasse schwimmen. So sind wir im Schwimmunterricht auch immer geschwommen. Ja. Ein paar Tage später scheinbar. So. Sitzen sie alle in der Klasse. Ihm ist rotzeübel. Okay, der arme Kerl. Ja, oh je. Ihr ist auch rotzeübel. Okay. Ich glaube, da geht die Magen-Darm-Grippe um. Ja. Denen ist auch rotzeübel. Vielleicht haben die alle Corona und keine so, Maske getragen. Wie alle, jeder. Bei der School Nurse, also bei der Krankenschwester in der Schule. Ich denke, ihr seid vergiftet. Schwanger! Was? Schwanger? Sind jetzt alle schwanger? Ich weiß nicht, guck mal. Sogar die Jungs sind schwanger. Okay. Die so, und? Was sagt sie? Auch schwanger! Oh nein! Oh, jetzt wie sie alle gucken, so oh. Ja. Nach 9 Monaten. Ja. Ach guck mal, die haben auch ein Baby. Ach, cool. Oh, da muss noch genug... Guck mal, wie cool die Haare sind. Stimmt. Aber da muss noch genug Getränk drin gewesen sein für die Schwester. Guck mal, alle und haben... Alle sind schwanger, sogar die Jungs. Wow. Recht. Nein, wie krass. Oh Mann, also es gibt schon bizarre Tuckabucker-Stories. Lasst uns einen dicken Daumen nach oben da. Wir sehen euch dann. Beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Ciao.